Bei der dritten Runde von Turn Fiction into Science auf der IAA wird um die Wette programmiert. Beim Continental Cloud Hackathon arbeiten drei interdisziplinäre junge Teams nicht nur an innovativen Konzepten, sondern auch an der praktischen Umsetzung. Hier wird eine App für den Fahrer der Zukunft entwickelt. Alle Services liegen in der Cloud und das Ganze passiert in einer offenen Plattform. Das heißt, jeder kann in seiner Lieblingsprogrammiersprache arbeiten. Zum Beispiel Java, JavaScript, Python oder C++. Am Anfang wählt sich jedes Team eine von mehreren unterschiedlichen Personas mit spezifischen Eigenschaften und Bedürfnissen. Da hätten wir zum einen Lina, sie kommuniziert sehr gerne und will beim Autofahren Social Media nutzen. Robert, er vertraut den Computer nicht und will am liebsten selbst Auto fahren. Und Maria, sie hat sehr viel zu tun und will deswegen beim Autofahren möglichst produktiv sein. Diese und weitere Personas stehen zur Wahl. Für eine von ihnen sollen die Teams dann eine maßgeschneiderte Anwendung erarbeiten. Stichwort nutzerzentrierter Designansatz. Hier geht es wirklich darum, sich vorab zu überlegen, wie kann man diese Lösung, die man sucht, auch tatsächlich für die Persona einsetzen. Und was braucht diese Persona und was will sie haben? Und dann zu überlegen, okay, das ist eine super Idee, das hilft dir auch im Alltag weiter. Vor den Teams liegt noch einiges an Arbeit. Nach nur 2 Tagen müssen die Ergebnisse präsentiert werden. Die Softwareentwickler, Informatiker und Designer entwickeln ganz unterschiedliche Ansätze. Eine App soll zum Beispiel den Anwender unterwegs beim Erledigen von Aufgaben unterstützen. Eine andere den Fahrer auf spielerische Art für sicheres Fahren belohnen. Noch wenige Minuten bis zum Ende der Challenge. Die Apps, die laufen schon grob, aber es müssen natürlich noch einige Zeilen Code geschrieben werden, damit die Präsentation gleich auch wirklich erfolgreich wird. Was glaubst du zeitlich? Bekommt ihr das noch hin? Wird schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Idee ist super, aber das in 2 Tagen umzusetzen ist sehr schwer, ja. Bei der Abschlusspräsentation klappt dann aber doch alles. Zumindest fast. Die Jury ist von den Ergebnissen aller Teams sehr begeistert. Dementsprechend schwer fällt die Entscheidung, welches Team hier den Sieg davontragen soll. Und da haben wir gesagt, warum bringen wir die nicht alle 3 zusammen? Die haben auch alle 3 die gleiche Punktzahl gemacht. Und wir machen aus 3 Teams ein großes Gewinnerteam. Und das ist so schön, weil das einfach so Continental-like ist. Und ich bin darüber wirklich happy. Der beste Gewinn war aber nicht das, was wir am Ende bekommen haben, sondern der Hackathon an sich. Das Programmieren war sehr schön. Das Lernen und das Arbeiten mit anderen Gruppenmitgliedern. Vom Continental Cloud Hackathon zur Electrification Challenge. Bei der 4. und letzten Mission im C-Square der IAA geht es darum, den elektrischen Antrieb eines Modellautos zu optimieren.